Liebe Passauerinnen, liebe Passauer, auf allen Ebenen versuchen die Politikerinnen und Politiker derzeit, die Corona-Situation in Deutschland in den Griff zu bekommen. Wir nehmen auch in Passau die Sorgen vieler Menschen sehr, sehr ernst. Es gilt zur Stunde, denn das Virus, wenn möglich, einzudämmen und die Verlangsamung der Ausbreitung zu erreichen. Dazu sind einschneidende Maßnahmen erforderlich. Als Stadt werden wir bis 19. April sämtlichste Veranstaltungsräume der Stadt sperren. Das gilt auch für die städtischen Museen, das gilt für die Europabücherei, für die Stadttheater, für Redoute, auch für das Kulturmodell. Darüber hinaus haben wir alle Seniorenveranstaltungen beispielsweise abgesagt, auch alle Veranstaltungen im Zeughaus. Auch die für Sonntag geplante Wahlparty im Rathaus ist abgesagt. Wir arbeiten derzeit an einer Regelung, die es uns erlaubt, alle Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 100 Teilnehmern zu verbieten. Und ich appelliere an alle Veranstalter, sehr verantwortungsvoll in dieser Situation zu sein und sich auch, selbst wenn es kleinere Formate sind, ganz genau zu überlegen, ob die Veranstaltung jetzt wirklich sein muss. Wir haben uns auch an das Bayerische Wirtschaftsministerium gewandt mit der Bitte, unverzüglich Hilfsprogramme für die gebeutelten Betriebe und Veranstalter aufzulegen. Darüber hinaus, meine sehr verehrten Damen und Herren, appelliere ich an Sie persönlich. Beschränken Sie Ihre Kontakte in der Öffentlichkeit auf das Notwendigste, auch beispielsweise Behördengänge. Passen Sie auf sich und bitte schauen Sie auch nach Ihrer Nachbarin und nach Ihrem Nachbarn.